Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Hier ist euer Dr. Scamp und heute habe ich wieder ein kleines Tipps und Tricks Video für euch vorbereitet. Ich bin hier mit dem Burrasque unterwegs auf der, wie viele vielleicht sogar der Lieblingskarte, Prokhorovka. Pures Achterbattle, wir haben einen Leiter und eine Arti, sehr viele TDs dafür. Paar Heavys, paar Mates, eher standardmäßig. Ja, und hier schon mal gucken wir uns an. Okay, wir haben einen Light, der ist relativ gut, denke ich mir zumindest, wenn er schon das Bronze-Badge vorne hat. Und wir fahren dann nach links und wollen ihn natürlich supporten, wenn er spottet. Und versuchen so unseren Schaden zu machen. Ich bin dabei, den Burrasque zu 3 marken in dem Gefecht. Und ja, wir schauen uns an, wo wir hier unsere Chancen sehen. Ich schalte mal auf meine Kamera und hier macht er den LP auf. Leider ist die Gun vom Burrasque nicht immer ganz genau, deswegen kommt der erste Hit nicht rein. Dafür aber dann der zweite. Der LP ist dann One-Shot. Und wenn wir Glück haben, wird er noch rausgenommen, haben wir aber leider nicht. Und ich stelle mich ganz gerne hier oben drauf, hier hin, wo ich jetzt auch reinfahre. Hier kann man eigentlich relativ gut immer stehen. Man hat aber eine sehr hohe Chance, geblendet zu werden. Wie ihr gesehen habt, hier ist ein Baum gefallen. Und ja, unser Light ist leider down. Ich schieße hier zweimal dahin, wo der Baum runtergefallen ist, gehe natürlich auf, war mir sogar bewusst und droppe mich jetzt. Jetzt müssen wir halt gucken, die Gegner haben ein Light, wir haben kein Light und natürlich ist noch gar keine Infos. Es waren bisher nur 2 Panzer offen, deswegen muss man eher vorsichtig spielen. Am Anfang ist es auch sehr wichtig, habe ich auch immer öfter Fehler damit, man muss eher versuchen, vorsichtig zu spielen. Hier haben wir den Chrysler K, der aufgeht und wir haben Glück, dass der LP aufgeht, dass der den Fehler begeht. Wie auch immer ich ihn da gerade aufgemacht habe, das war relativ glücklich und das, ja, gehört nun mal bei solchen Gefechten dazu. So, der Chrysler K pusht weiter vor, wir spotten ihn natürlich immer wieder zwischendurch. Unser einziges Problem ist zurzeit noch die Arti. Jetzt fahren wir raus, hier der T28 pusht auch. Wir nehmen den Chrysler K raus und versuchen den T28 einen in die Kuppel zu geben. Ich treffe ihn sogar mit der Burrasque, das muss man sich auch mal vorstellen. Wie wahrscheinlich ist denn das bitte? großen ganzen guten Output vom Clip jetzt damit gegeben. Der T28 pusht weiter vor, wir sind noch im Reload. Wie man den Burrasque halt so kennt. Und können ihn hier rausnehmen. Leider bekommen wir nicht den Kill, aber der Panzer ist tot und das ist das Wichtigste. Und jetzt bekommt der Punkt, wo man sich überlegen muss, was mache ich denn? Und lass uns mal zusammen mal kurz rübergehen, was wir hier für so eine Situation stehen haben. Und zwar sind wir ein Burrasque. Ein Burrasque ist ein halber Light und es gibt keine Lights mehr. Die sind beide gestorben. Das heißt, wir können sehr entspannt jetzt nach vorne spotten. Denn wir sollten das eigentlich gut können. Der Kanonenpanzer pusht hier wie ein Wilder vor. Das muss man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, warum er da so krass vorpusht. Ich guck mal jetzt nochmal auf meine Cam. Versuche hier noch irgendwo den Prot irgendwie die Kette zu ziehen oder irgendwie zu treffen. Daraus wird aber nichts. Fahren wir einfach weiter, ganz entspannt durch die Linie. Der Kanonenpanzer ist, glaube ich, da aufgegangen oder so. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls spottet er das relativ gut. Wir sehen da den Prot. Da mussten wir ein bisschen auch aufpassen auf den, denn der würde uns spotten können. Jetzt kann er uns nicht mehr spotten und wir versuchen den 53 TP zu beschießen. Geben den ersten Hit, der nicht trifft, und den zweiten, der nicht trifft. Sehr interessant. Eigentlich voll auf dem Panzer Game, deswegen habe ich nicht verstanden, wo der Schuss bitte hingegangen ist. Aber wir haben ja die Möglichkeit, dass da irgendwie jemand vor ihm steht und der ist aufgegangen. So. Kanonenjagdpanzer ist immer noch offen. Wir versuchen mal seine Position langsam zu übernehmen. Eher entspannt und hier geht ein Jizo auf und den habe ich nämlich auch einmal tatsächlich blind getroffen und jetzt können wir den in Ruhe rausnehmen. Der Kanonenpanzer ist auch rausgegangen und jetzt beginnt unsere Ära. Jetzt übernehmen wir wirklich den Spot und nicht wie davor nur angedeutet. Ich warte noch kurz, bis ich ein bisschen was zugeladen habe, will das eher vorsichtig angehen, denn naja, so ein Rheinmetall oder so kann auch sehr blöde für mich stehen. Hier kriegen wir den Prot raus, offen, nicht raus. Wir kriegen den auf. Der kassiert direkt 1000er Hit. Sehr unglücklich für den jungen Kerl. Und ich warte noch drauf, dass vielleicht die Arti drauf schießt. Das wäre sehr nice. Und genau, das macht sie auch. Die Arti nimmt ihn raus und wir können
langsam nach vorne und vortasten. Das ist auch das Wichtige beim Spotten. Nicht wie ein Bekloppter durchrasen und erhoffen, naja, ich spotte jetzt alles und alles stirbt. Nein. Schritt für Schritt, ganz langsam von Busch zu Busch, fahren hier diese Reihe. Ganz langsam langfahren und outspotten. Ich bin mir ziemlich sicher, ich spotte alle, bevor sie mich spotten. Und wenn das der Fall ist, muss ich die ja nur spotten und dann schon stehen bleiben. Denn je näher ich an die heranfahre, desto wahrscheinlicher ist, dass ich aufgehe. Und das soll man ja möglichst vermeiden. Und deswegen bin ich ja auch hier sehr langsam unterwegs. Gucke ich hier noch vielleicht ein bisschen nach rechts oder so. Emil kassiert durch meinen Spot, den ich jetzt von hier sogar mache. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt, wenn man hier so lang fährt, spottet man alles, was hier so steht. Wir fahren schön langsam weiter. Da steht zwar ein Skorpion und so, aber von hier zu schießen würde sich für mich absolut nicht lohnen. Denn wenn ich aufgehe, sterbe ich und dadurch habe ich nichts gewonnen. Deswegen hier langsam nach vorne. Wie gesagt, weiter von Busch zu Busch. Ein bisschen auf den Udes da auch achten. Hier geht ein TS5 auf. Einfach runter. Weiter zurück gucken. Nimmt ihn jemand raus? Muss ich das machen? Und er wird doch noch rausgenommen. Super. Bin abgewartet. Udes fährt weiter weg. Und wir können wieder langsam nach vorne. Und das ist das Wichtige, Leute, was ihr halt immer beachten muss, was man so machen muss. Ich ergreife jetzt natürlich meine Initiative. Ich als quasi Halbleit übernehme jetzt die Rolle von Light und quasi sehe die Möglichkeit, dieses Gefecht quasi umzudrehen. Und ich will nicht wissen, wie das Gefecht jetzt ausgegangen wäre, wäre ich nicht hier durchgefahren. Denn ich meine, wir stehen gerade 7 zu 5 und ich kläre ein Panzer nach dem anderen hier auf. Wie jetzt den Rheinmetall. Und naja, so komplett rosig sieht es jetzt auch wieder nicht für uns aus. Hier, der geht sogar nochmal zu. Ich muss halt noch weiter nach vorne fahren, um ihn wieder aufzumachen. Damit er jetzt endlich rausgeht. Scorpion G kassiert noch einen Hit durch meinen Spot. Der Rheinmetall wird rausgenommen, das ist sehr schön. Und jetzt kann ich weiter um den 53 TP spotten. Hier kann ich jetzt auch ein bisschen schneller fahren, denn es ist klar, es ist nur noch der 53 TP vorne. Alles andere war offen, höchstens noch die Arti dabei. Und der ist One-Shot, deswegen nehmen wir den einfach raus und dann ist gut. Gucken nochmal auf den Udes. Geben den Udes nochmal einen schönen Hit mit. Kassieren einen schönen Hit zurück. Also keine komplett saubere Runde. Aber er geht raus und wir können jetzt alle mal Richtung Skorpion fahren und versuchen den Skorpion und den Rest, was da noch am Leben ist, einfach rauszunehmen. Nebenbei gucken, wo die Arti so ist. Hier fahre ich gezielt nicht durch den Cap, sondern links drum herum. Im Nachhinein hätte man vielleicht auch durch den Cap fahren sollen, aber ich wollte mich eher nicht spotten lassen, um nicht quasi die Info zu geben, dass ich jetzt sicher von hier komme. Ich meine, man muss denen ja das nicht alles zur Verfügung stellen, was man da so macht. Scorpion geht raus, wir fahren hier hoch, droppen hier uns ein bisschen runter, bin zu weit rüber gefahren und nehmen direkt den Liss raus. Und geben den zweiten List noch einen Hit mit. Ja, und jetzt sind wir in Reload, fahren hier vor. Mir wird hier, ich glaube, hier wurde reingepickt, dass da die Arti ist. Wir machen die Arti auf. Haben jetzt 4 Kills, fast 7000 Schaden, 2,6 Damage. Und hier kriegt die Arti mir sogar noch einen 600er Hit rein. Naja, Arti halt. Aber dafür können wir die rausnehmen. Wir haben 2700 Schaden auf der Uhr angezeigt und 6800 Spot. Am Ende noch der Blind Hit. Ein Blind Hit habe ich noch auf den Jizo gemacht. Und dadurch habe ich sogar mehr Damage. Combined waren das tatsächlich ganze 10.000. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was aus dem Video mitnehmen. Versucht eure Chancen zu ergreifen und diese zu erkennen. In vielen Gefechten bieten sich diese Chancen an und dadurch kann man das Gefecht sehr effektiv drehen. Wenn ich hier nicht vorgefahren wäre, sondern ich wäre stehen geblieben, hätte hinten gesniped oder so, wer weiß, wie das Gefecht dann geändert hätte. Ja. Ich hoffe, ihr könntet was mitnehmen. Ich würde mich über ein Feedback in Form von einem Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.